Und damit herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2, dem Prüfungsfortschritt der Protektorenprüfung. Wir gucken uns jetzt die ganzen Videos hier an. Ich würde sagen, ich mache das einfach einmal unkommentiert und viel Spaß. Jede Entscheidung hat ihre Folgen. Mit jeder Tat verändern wir die Welt. Ein Mann schuf eine Stadt, frei von Gesetzen und Göttern. Und andere entschieden sich, korrupt zu sein, und die Stadt ging unter. Würde die Welt neu entstehen nach deinen Wünschen, wäre sie ein Paradies oder ein Ort der Verdammnis? Jede Entscheidung. Junge, war das asynchron, Alter. Also für mich auch, nicht nur für euch. Ich darf es offensichtlich einmal schneiden, damit es halbwegs synchron ist. Gut, egal, wir schauen uns erstmal das zweite an. Charakter 1, Konzeptgrafik und bereits herrlich ausgearbeitete. Meine Fresse, was ist denn hier auf meinem Tisch alles, Alter? Charakter 1. Konzeptgrafik der bereits herrlich ausgearbeiteten Big Daddies und der von den Little Sisters gesuchten Engel. Das sind einfach nur Bilder. Okay. Ja, also Konzeptgrafik trifft's ganz gut. Junge, trifft's Konzeptgrafik gut, Alter. Okay, die gab's ungefähr so. Aber die sind ja komplett, also die gar nicht, ne? Ja, okay. Dann haben wir hier Charaktere 2, Pfarrer Simon Wales, eine frühe Version von Eleanor, sowie ein Konzept für den Little Brother, der es nicht in die finale Fassung von Bioshock 2 geschafft hat.
Little Brother, Junge, okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wie Pastor Simon Wales aussah. Little Brother, okay. Spannend. Und Eleonore noch, ja gut, sehr leicht bekleidet war sie am Ende auch, aber älter, würde ich sagen. Okay, dann haben wir die Eröffnungssequenz 1. Eine frühe Idee für den Beginn von Bioshock 2. Okay, spannend. Ich glaube, es ist zu Ende. Ja, ich weiß nicht, warum die immer doppelt kommen. Okay, dann haben wir Dekor. Raptures Art Deco Style findet sich selbst in den kleinsten Details. Das ist ganz hübsch gemacht, bin ich ehrlich. Auch schönes Konzept. Ja, so schön gemacht war Rapture tatsächlich, muss man einfach sagen. Verstehe ich nicht ganz, also optisch verstehe ich es nicht ganz. Aber hey. Das gab es, glaube ich, ziemlich genauso, oder? Wahrscheinlich nicht. Egal. Dann haben wir als nächstes gemalte Umgebungen, Konzeptgemälde einiger Bereiche von Bioshock 2, sowie die in den Tribünen genutzten Gemälde. Das ist echt ein geiles Bild. Könnte auch so einfach Cyberpunk sein. Vielleicht ein bisschen heiler. Schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also jedes davon könnte halt einfach ein Desktop-Hintergrund sein, ne? Legitim. Ich mag den Stil auch sehr, sehr gerne. Kann ich mich sogar daran erinnern, das war relativ am Anfang des Spiels mit dem Diner, glaube ich. Aber die Klinik gab es nicht, meine ich. Egal. So, dann haben wir Ausbeutungssequenz. Eine kleine Filmsequenz, die zeigt, wie der Spieler seine an ihn gebundene Lilsister zuvor ausgebeutet hat. Haben wir ja nie gemacht, dementsprechend sehen wir das jetzt zum ersten Mal. Okay, what the fuck, Alter. Ich hoffe, ich habe das mir im Schnitt mal ein bisschen durchlesen können. Ihr könnt ja pausieren, ich nicht. Interessant. War offensichtlich ja nicht in-game. Okay, dann haben wir Ryan Amusements. Idee für die Animation im Karussell Reise zur Oberfläche. Okay. Okay. Sieht aus wie nach Atomangriff, Alter. Ja, okay. Also Unterschied verstehe ich, aber verstehe ich nicht. Okay. Dann haben wir Meisterwerke. Originalgemälde, die in Bioshock 2 in ganz Rapture zu finden sind. Ja, hübsch. Auch hübsch. Sehr hübsch. Das war, glaube ich, in der Cathedral zu sehen. Das begreife ich, also, naja, Schmetterling, ja, okay, wichtig, aber begreife ich nicht ganz. Und daran kann ich mich, glaube ich, auch erinnern. Okay, dann haben wir noch Rettungsszene. Eine kleine Filmsequenz, die zeigt, wie der Spieler seinen an ihn gebundenen Lilsister zuvor gerettet hat. Ich mute mich jetzt mal nicht. Ich kann so schnell halt nicht lesen, ne? So schnell kann ich am Leben nicht lesen, Alter. Das sind offensichtlich halt Konzeptsachen, ne? Okay, dann haben wir
Verberin Rings, hochauflösende Bilder von Subject Delta und der Big Sister, die auf Magazintitelseiten und herausnehmbaren Postern abgedruckt wurden. Okay, krass. What the fuck, Alter? Krass. Ich kenne kein einziges dieser Bilder, aber die sind alle extrem geil, muss ich sagen. Was für geile Bilder, Alter. Okay, dann haben wir noch Minerva's Den, eine Vorschau auf Minerva's Den, der Heimat von Raptures Reichenzentrum. Schritt 2, Buttons Whip. Okay. Mhm. Ja, und den, die Laser Gun. Habe ich ja nicht so viel benutzt, war aber cool. Okay, dann haben wir noch Eröffnungssequenz 2. Eine frühere Idee für den Beginn von Bioshock 2, bei der ein Taucher zufällig über Rapture stolpert. Oh. Okay, ich kann offensichtlich reden, weil kein Ton drin ist. Ist gut, dass das so, also halt offensichtlich gezeichnet ist. USS Janie. Okay. Taucher, der zufällig über Rapture stolpert. Sehr spannend. Weiß ich aber nicht, wie viel Sinn das ergeben hätte. Weil dass es Rapture gibt, weiß man ja offensichtlich. Offensichtlich im Atlantic Ocean, was ich jetzt vorher nicht wusste. Also ich glaube, das wurde bestimmt mal thematisiert, aber ich hätte es jetzt nicht sagen können. Okay, ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Okay, ein Blauwal scheinbar, ein Kalb. Das ist schon lange Eröffnungssequenz, ne? Meine Fresse, Alter. Okay, zu hoher Druck scheinbar. Stehe ich noch nicht ganz. Und da entdeckt der Rapture, okay. Also klar, hat er vorher natürlich auf dem Weg nach unten nicht entdeckt, diese riesige leuchtende Stadt. Und da dürfte er hin sein. Das war sehr seltsam. Also bin ich ehrlich, das war sehr seltsam. Okay, das waren alle Sequenzen, wie auch immer, im Prüfungsfortschritt. Ich würde sagen, ein interessanter letzter Part. Wir haben alles erledigt, bis auf Zellenblock F 100% und Simon Wells Kirche die erste Prüfung. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nebenbei läuft ja schon Bioshock Infinite die ganze Zeit. Das hier war ja jetzt nur noch, ja, Reste auflesen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.